Hallo, willkommen zurück bei Agorist Zero. Ich habe gerade eben den letzten Speicherstand geladen, genau von der letzten Folge. Nein, eigentlich nicht genau von der letzten Folge, aber das erkläre ich gleich noch. Und das war ja so einer mit einem Sternchen versehen und jetzt kann man sich am Schluss entscheiden, möchte man dieses Spiel noch weiterspielen oder wenn ich jetzt sage nein, dann kann ich mit diesem Spielstand eine neue Story anfangen. Und das habe ich mir auch mal angeguckt. Da kann man dann auch den Schwierigkeitsgrad hart wählen. Bei dem Record of Agarys War gibt es ja drei Schwierigkeitsgrade. Und bei Agarys Zero gab es ja nur den einen, den Normal. Der war aber schon schwierig genug eigentlich. Aber trotzdem kann man es jetzt nochmal in einer härteren Variante durchspielen. Wir wollen jetzt aber ganz normal das sogenannte Postgame starten. Also Hauptstory ist zu Ende und das Spiel geht trotzdem noch weiter. Das ist jetzt nicht genau ein Anschluss an die letzte Folge von gestern. Ich muss auch sagen, die Folge, die jetzt gestern hochgeladen wurde, die ist schon vor einigen Tagen entstanden. Ich habe zwischendurch ein bisschen pausiert. Ich wollte ja diese ganzen Bosskämpfe möglichst am Stück aufnehmen. Wenn man erstmal selbst neugierig, wie geht das Spiel zu Ende. Und jetzt habe ich aber in der Zwischenzeit die Bosskämpfe gegen Mila und gegen Samariel nochmal neu gemacht. Weil es mir auch immer ein Anliegen ist, die Overkills zu schaffen. Und das ist mir ja bei Mila und Samaril nicht gelungen. Und jetzt gucken wir gerade noch mal eben, was die dann so gedroppt haben. Ach, das machen wir am besten in der Stadt. Genau, gehen wir hier mal eben rein. Und gehen dann in das Enhance-Menü. Kunde, so. Und bei Crescent Moon weiß ich jetzt nicht, ob das einer der Drops war aus dem Kampf. Aber sicher bin ich mir bei dem Funky Chicken. Dieses Teil wurde von Samariel gedroppt. Und das ist erstmal so gar nicht ganz so gut. Wenn man dann aber ganz viel EP ausgibt und das voll updatet, dann hat es auf einmal 12 Aktionspunkte, 99 Luck, 99 Hit und Avoidance. Und so, das ist schon ein ganz guter Gegenstand. Und Mila selbst hat diesen Chaos Frame gedroppt. Da hatten wir schon einen von, aber dann haben wir jetzt halt zwei. Ach genau, es gab noch einen weiteren Dismal Sylph. Da hatte ich jetzt auch gar nicht mehr dran gedacht. Das war ja das Teil, was die Magie so unheimlich stark erhöht. Und das ist auch das Ding, was ich jetzt auf jeden Fall upgraden werde. Aber vorher gucken wir uns noch eben die anderen Sachen an, die wir jetzt erreicht haben. Denn wir haben jetzt natürlich auch ein paar Titel freigeschaltet. Hoffe ich zumindest. Oder hatten wir das letzte Mal schon geguckt? Nee. Genau, Soul Successor sind wir geworden. Wir haben die Lingering Darkness besiegt. Das ist doch ganz wunderbar. Dafür bekommen wir noch ein Secret Album 2, ein Shiny Fang. Shiny Fang ist sicherlich auch was, was man zum Schmieden braucht. Genau, das hier habe ich in der Zwischenzeit auch noch gemacht. Ah ne, nicht gemacht, genau. Dadurch, dass wir jetzt... Ah doch. Ich habe... damit ich Samariel überhaupt vernünftig besiegen kann, noch ein paar Sachen gemacht. Unter anderem waren da ein paar Kämpfe dabei und gegen Golems. Und einer dieser Golems hat so ein Genbu's Gauntlet gedroppt.
Und damit haben wir jetzt diese vier Sachen zusammen und kriegen den Titel, sind jetzt also Four Gods Aegis. Dafür gibt es ein Rusty Bracelet, ein Mighty Ring und ein Konudaki, was auch immer das ist. Irgend so ein Zauberstab, wie es aussieht. Okay. Wie gesagt, um Summerill zu besiegen, muss ich das Equipment ein bisschen anpassen. Und mit dieser Ausstattung habe ich halt die Bosskämpfe bestritten. Durandal, Byakus Bracelet, Hermes Ring, ich mache die jetzt nicht alle einzeln auf. Gangnir hatten wir vorher schon. Dieses Big Black. Ach genau, ich habe ein paar Big Blacks hergestellt. Denn wenn man so ein Big Black komplett aufwertet, bekommt man ja diesen Skill, HP Up Plus. Und das habe ich dann für Galios und Leonis gemacht, damit die halt ein paar mehr Hitpoints haben. Also vorher hatten die ja beide so rund 30.000 Hitpoints beim ersten Versuch gegen den Boss und jetzt haben die halt über 40.000 Hitpoints. Und nebenbei habe ich die Sachen so ein ganz bisschen angepasst. Hier genau, ich habe Leonis noch ein Agility plus 40 gegeben, damit er auf jeden Fall immer zuerst dran ist. Damit wir also einen in unserer Party haben, der zuerst dran ist, damit wir nicht doppelt getroffen werden. Also wenn jetzt der Gegner halt zuletzt dran ist, killt uns ein paar Leute, dann ist der Kampf zu Ende und dann ist er nächste Runde direkt wieder zuerst dran und killt uns den Rest auch noch. Naja. Ach so, dieses Byakus Bracelet habe ich deshalb genommen, weil das gegen, das habe ich jetzt auch noch Eugene gegeben, weil das gegen Wasserschaden, glaube ich, immun machte. Da wird man sogar geheilt und das war ganz nützlich in dem Kampf. Gut, aber jetzt wollte ich ja die bestehende Ausrüstung noch ein bisschen anpassen. Nämlich das, was wir jetzt hier gelootet haben. Moment. Ach, das ist tatsächlich ein Zauberstab. Wahnsinn. Wer kann den denn benutzen? Alice könnte den benutzen. Aber ist eher für Kampfmagier gedacht. Werde ich jetzt nicht verwenden. Und für die Sense habe ich jetzt auch keine Verwendung. Die Genbus Gauntlets. Wären was für Dana. Gut, also gehen wir hier zu der Rüstung. Rusty Bracelet. Bringt eigentlich gar nichts, wenn man es erhöht. Und kostet richtig viel. 70.000 EP. Und dafür bekommt man dann einen Leitzirkel. Wird man wahrscheinlich zum Schmieden auch irgendwann mal brauchen. Aber nichts für jetzt. Ach genau, den haben wir ja gerade noch bekommen. Mighty Ring. Ja, ist ganz nett, aber die 340.000 will ich dafür jetzt auch nicht ausgeben. Ich will ja dieses Dismal Sylph erhöhen. Und das Ganze nützt natürlich nur was, wenn ich dann auch hier diese Magic-Up-Fähigkeit auch erhöhe. Ja, es ist noch früh am Morgen, meine Stimme ist noch nicht ganz da. Da muss ich mich ab und zu noch mal ein bisschen räuspern, Verzeihung dafür. Aber die Folge muss ja heute auch noch online gehen. Ich nehme die jetzt gerade heute frisch auf. Sonst nehme ich die ja mindestens einen Tag vorher auf, eigentlich. Aber das ging alles nicht. So. Dann
Ich glaube, Alice hatte jetzt schon so ein Dismal Sylph und dann kann auch Calvina noch einen bekommen. So, hier brauchen wir auf jeden Fall den Resist Burst und zweimal Int plus 26. Und wir brauchen dieses Magic Up natürlich auch nicht mehr. Und da könnte man eigentlich den Hermesring verballern. Und diese AP-Regeneration reinbauen. Aber da habe ich mich jetzt noch nicht ganz entschieden, ob ich das machen will. Kann jemand das Magic Up noch sinnvoll verwenden? Eugene vielleicht? Du? Nee. Nee, ich weiß nicht. Ich lass das mal. Gut, konnten wir dann auf noch was anderes verbessern hier auf der Accessoire-Seite? Ah ne, da waren wir ja gerade, genau, in den Hermesring. Weiß ich nicht, ob ich den jetzt kaputt machen will. Ich weiß es wirklich nicht. Ich denke, wir gehen jetzt einfach mal ich muss noch einmal nach Schmiedebüchern gucken, ob da irgendwas neu dabei ist. Für irgendwas brauchte man nämlich diesen Hermesring, um irgendwas herzustellen, glaube ich. Genau. Und ich kann mir keine Hermesringe mehr herstellen, also behalte ich diesen einen Hermesring nochmal in der Hinterhand, um eventuell noch einen Debilitating Ring herzustellen. Falls ich später mal diesen Skill brauche, Resist Direction. Weiß ich nicht. Gut, jetzt aber genug Geschwafel, noch eben Sachen nachkaufen brauchen wir nicht. Skills haben wir alle. Ach genau. Ich habe noch Monster gefangen. Da zum Beispiel sind mir da Iron Golems ins Netz gegangen und Bloody Beasts und eben auch eine sogenannte Golden Bat. Das ist ein unangenehmes Vieh. So ein Mini-Boss vielleicht, also so ein Rare-Spawn in den Scarred Mountains. Und wenn man das Vieh fängt, dann bekommt man, kann man das eintauschen gegen den letzten Skill, der mir überhaupt noch fehlt. Ich war ja hier in der Abenteurer-Gilde und hatte gesehen bei Research Skills, da hatte ich alles bereits. Und hatte mich dann gewundert, dass ich den Titel gar nicht bekommen habe für alle Skills. Und da dachte ich schon, das wäre irgendwie ein Bug und habe dann mal nachgeguckt im Internet. Und dann habe ich gesehen, nee, es gibt halt noch so einen geheimen Skill, den man halt nur auf zwei verschiedene Arten bekommen kann. Und die einfachere für mich davon war halt, diese Fledermaus zu fangen.
Das habe ich auch in der Zwischenzeit gemacht. Das hätte allein das Fangen der Fledermaus hätte sicherlich sonst 3, 4 Folgen in Anspruch genommen, weil ich ja ganz viele Kämpfe dann auch gehabt habe oder beziehungsweise immer wieder neu geladen habe, bis dann dieses Vieh endlich mal gespawnt ist. Gut, aber jetzt tauschen wir das mal ein gegen Revive. Und den kann ich, glaube ich, dann auf ein, also im Kampf auf ein Partymitglied sprechen. Und wenn das Partymitglied dann stirbt, ist es sofort wieder da. Einmalig dann. Das ist doch mal eine super Sache. So, und die anderen Sachen, Orichalkum ist natürlich nicht schlecht, kann man sehr gut verkaufen. Ich könnte sonst auch die Monster kombinieren. Da kommt aber auch nur Mist bei raus. Deshalb werde ich jetzt zumindest die Iron Golems, da werde ich das gegen Orichalkum eintauschen. Orichalkum bringt, glaube ich, 35.000 Gold und Gold kann ich gut gebrauchen. Es sind ja noch viele Waffen und sowas herzustellen. So, das lasse ich mal. Und dann haben wir jetzt nämlich noch einen Titel hoffentlich freigeschaltet für alle Skills. Ich habe selbst noch nicht geprüft. Ach Moment, was war das noch? Okay, kommt später. Ach genau, Chicken King können wir nur werden, weil ich jetzt auch dieses Funky Chicken gelootet habe. Und irgendwann gibt es dann wahrscheinlich nochmal einen Chicken Ring und Rapid Sword. Keine Ahnung, kommt wohl später. Genau, jetzt sind wir proficient. Wir haben tatsächlich jeden Skill, den es gibt. Und komischerweise bekommen wir dafür jetzt nochmal Revive. Aber ich bin nicht böse drum, dann können zwei Leute das sprechen. Und einmal Luck Up, Proof of Valor brauchen wir jetzt erstmal nicht. Es sei denn, ich organisiere mir die ganzen anderen Partymitglieder noch oder so, weiß ich nicht. Gut, dann gucke ich nochmal nach TP. Genau, da fehlt mir jetzt nur noch Mystic Smithing 1 und 2. Das kann noch eine Weile dauern. Und die anderen Schmiedebücher, die hatte ich mir geholt. Ich glaube auch hier am Anfang, das mit den Essential Arts und Secret Arts hatte ich mir dann offscreen dann mal zugelegt. Und hier war nichts mehr, was ich noch brauche. Bis auf irgendwann mal vielleicht die Halper Sky. Wenn ich mich entscheide, doch Tetora oder so noch mal mitzunehmen. Gut, dann können wir diesen Revive vielleicht auch ausrüsten. Oder kommen wir erstmal ohne zurecht? Ich denke, das könnte was für Leonis sein. Er hat gar keinen extra Skill mehr. Denn diese Stardust, die sind ja natürlich schon ganz gut. Merciful Strike lasse ich auch mal drin. Ich glaube, ich brauche das Revive nicht. Beim nächsten Bosskampf werde ich sicherlich brauchen. Dann rüste ich das dann aus. So, dann hatten wir aber gesagt, das hatten wir beim letzten Mal schon gesehen, wo es weitergeht. Nämlich auf Kraltala, dem Anfangskontinent, wo die erste Generation spielte. Da gab es hier so ein Dungeon, der müsste relativ am Schluss sein. Na, Wendemain, genau. Und da waren, meine ich, noch rote Punkte. Fehlt mir da jetzt noch ein Event. Alles klar. Das haben wir schon gesehen. Und deshalb skippe ich das mal weg.
Genau, jetzt waren hier rote Punkte. Ich muss noch gerade mal irgendwas gucken. Ich dachte, da wäre jetzt noch so ein Event aufgepoppt. So, und hier dieser geheime Gang in den Minen. Der führt zu irgendeinem geheimen Ausgang und dahinter ist was ganz Geheimes. Und weil das so geheim ist, würde ich sagen... Ach was, nee, einen Kampf machen wir diese Folge noch. Ich speichere nur mal zwischen. Weil einfach wird das bestimmt nicht, was da jetzt kommt. Tja, da kann man auch sehen, wir haben jetzt 9.11 Uhr am Samstag früh. Und meine Leute sind zwar verletzt, aber das wird schon irgendwie klappen. Komischerweise wurden wir nach dem Bosskampf nämlich nicht automatisch geheilt. Und da haben wir einige Kampfkrabben, so wie das aussieht. Death Crabs und Light Spirits. Naja dann, diese Spirits mag ich ja gar nicht. Die droppen nur Dreck. Wahrscheinlich Light Elementals und... sind halt schwer zu killen, weil die immun sind gegen bestimmte Arten von Schaden, wenn die selbst schon nur noch wenig Hitpoints haben. Ja, lass die mal anfangen. Ja, mach mal schön gegen Magie gegen Calvina, das kann er ab. Das kann er nicht ab. Galdos kann alles ab. So, einmal wieder erwecken. Ja, mal gucken, ob ich diese Runde jetzt schon was mache. Wohl eher nicht. Das heißt, er hatte doch irgendwie auch so einen Heilskill, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel noch kann. So, du heilst dich auch mal selbst. Boah, wir haben ja gar keine Aktionspunkte, das ist ja schlecht. Dann sage ich erstmal Standby, so der Eugene. Der braucht jetzt erstmal ein Recovery Grass für Galios. Wir machen nochmal. Ach, der kann auch heilen, ja, aber ist egal. Ich nehme jetzt nochmal ein normales Gras. Für sich selbst bleibt da leider nichts mehr übrig.
Und hier jetzt noch ein Gras für Leonis. Ja, und zum Aktionspunkte sammeln, SP sammeln für ihn nochmal ein Gras, so. Und dann nächste Runde. Die Gegner stehen schon ganz gut. Aber ich lasse sie trotzdem mal einmal zuschlagen. So, da haben wir schon direkt wieder zwei Tote. Drei Tote, vier Tote vielleicht sogar. Das ist eher doof, was jetzt gerade passiert. Weil ja Leonis auch schon dran war. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Ach ne, Eugene ist gleich noch dran. Das ist ja auch gut. Puh, haben wir Schwein gehabt. Heilung brauche ich jetzt sonst nicht. Ich will ja gleich noch richtig angreifen. So, ein Fragment of Life für Alice und dann kann Alice Calvina wieder erwecken. So, und jetzt machen wir sie alle platt. Ja, ich denke, das hier ist der optimale Gegner. Mhm. Ja. Wir nehmen ihn. Gucken wir auch mal, ob es was zu klauen gibt. Und dann müssen wir aufpassen. Ich mache jetzt nicht den Grand Stream wie üblich, sondern ich mache das hier als Beast Flare, weil ich denke, dass die Light Elemental natürlich immun sind gegen Lichtmagie. Und da ist das mit dem Beast Flare wahrscheinlich ein bisschen geschickter. Trotzdem machen wir noch einen Gleam Flare hinterher. Und dann noch irgendwas, was Area Damage macht. Was hast du denn noch? Ach warte, mir fällt gerade ein hier. Rush Speed. Rapid Move Rush. Und
Dann war das Lightning plus Tornado oder irgendwie sowas. Lightning Stones, schau, war das eine Kombo? Nee. Oh Gott, ich weiß gar nichts mehr. Nee, was ich aber noch weiß, war Gletscher, Stone Shower, Stardust. Ach nee. So, falls das schief geht, haben die anderen halt noch so ein paar Aktionspunkte. Aber das sollte schon passen. Ja genau, die Lichtelementare werden dadurch sogar geheilt. Dann in dem Kampf haben wir jetzt tatsächlich mal so nebenbei 1 Million Schaden gemacht. Wo wir ja sonst so lange für gebraucht haben. Oder ich jedenfalls. Weil ich mich immer so dusselig angestellt habe. Ich glaube, der nächste Titel sind 5 Millionen Schaden. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, dann breche ich jetzt mal ab. Gut, war jetzt kein besonderes Loot, aber bringt halt schon Geld. Und 35.000 EP sind jetzt auch nicht schlecht. Ja, und dann würde ich sagen, lassen wir das mal gut sein mit der ersten Folge. Ich werde die dann direkt hochladen, dann gibt es heute wenigstens was zu gucken. Und dann nehme ich wahrscheinlich heute auch noch die Folge für morgen auf. War schön, dass du reingeguckt hast in der dritten Playlist und wir gucken mal, was in dem Postgame hier noch so alles abgeht. Bis dann, tschüss!